Tag allesamt, da sind wir mal wieder. Ein paar Tipps haben wir noch für den vierten Spieltag der Nations League. Doch bevor wir dazu kommen, blicken wir als erstes mal zurück. Deutschland, England hatten wir vergangenen Dienstag, das Both Teams to Score. Es kam spät durch den Elfer der Engländer. Aber es kam, das war die Hauptsache, die 1-8-0 dann drinne. Dann hat man eine Systemwette gespielt. Ein bisschen Pech gehabt in der ersten Reihe. Irland, Ukraine wollten wir über 1,5 Teamtore der Ukrainer haben. Leider ein Tor verwehrt worden, knappes Abseits in der ersten Halbzeit, danach ein Traumtor, schade eigentlich. Dann kam zu einem guten Zeitpunkt der Treffer der Ukraine, war ja 0-1 der Endstand. Ja, und dann der späte Lucky Punch blieb uns verwehrt, durch Zigankov wäre es dann erneut gewesen. Ja, leider die Reihe nicht drin. Aber umso besser die zweite Reihe. Georgien über 1,5 Teamtore gegen Nordmazedonien. 0-3 am Ende. Alle Tore in der zweiten Halbzeit. Ja, Georgien überzeugt. Ist wirklich ja, interessantes Spiel, interessantes System und sehr viel Schwung drin. Das hat also geklappt. Höchste Quote drin. Dann Freitag, ja, Dänemark gegen Kroatien. Wollten wir über 1,5 Teamtore der Heimmannschaft haben für eine 2.30. Hat leider nicht geklappt. Kroatien gewinnt dieses Spiel 1-0. Dänemark in der ersten Halbzeit komplett überlegen, Tor aberkannt, zu Recht. Mähle setzt sich da ein bisschen aggressiv durch, war eigentlich gar nicht richtig nötig, also ein bisschen unkonzentriert. Erste Halbzeit waren sie gut, haben es aber nicht in einen Torerfolg umgemünzt. Kroatien dann zur zweiten Halbzeit Kovacic und Modric gebracht und das hat den Unterschied gemacht. Hätte vielleicht Jüllmann genauso mit Eriksen machen sollen, der durchgespielt. Deswegen, ja, es hat dann am Ende halt nicht funktioniert und die Kroaten waren in der zweiten Halbzeit auch tatsächlich besser, sodass der Sieg durchaus in Ordnung geht. Ein bisschen enttäuschend die Reihe, aber dennoch halt Hälfte des Einsatzes zurück mit dieser Systemwette. Das heißt, insgesamt die letzte englische Woche haben wir ein Plus von 0,3 Einheiten, so ist es richtig gemacht und der Monat steht bei plus 1,1 Einheiten, das ist ordentlich nach 5 Wetten und die Saison, und das bleibt weiterhin die Hauptsache, steht wunderbar im Plus bei 11,46 Einheiten nach 152 Wetten, entspricht einem Plus von 7,5%. Gut, dann gehen wir doch mal in frische Tipps. Ja, heute Abend und ich muss sagen, Liga A, die Quoten, die gefallen mir gar nicht. Auf Deutschland viel zu niedrig, die Ungarn sind stark. England jetzt ein Geisterspiel dann auch noch obendrein bekommen, auch zu niedrig. Niederlande zwar enorm stark, aber halt die Quote auch zu niedrig. Belgien, Wales, da werden die Teams wieder tauschen, kann man die Lineups nicht erahnen. Deswegen da auch ein bisschen Finger weg, höchstens wenn einem die Startaufstellung passt. Über 1,5 Teamtore auf die Gäste vielleicht noch denkbar oder je nachdem nach Wechseln. Aber egal, wir lassen die Liga A eh raus und fangen morgen Abend erst um 18 Uhr an mit unseren Lieblingen aus Georgien. Ich habe es mal da hinten irgendwo rangebappt aufs Schwarze Meer. Tiflis noch weiter da im Osten. Dort beginnen wir und sagen erneut über 1,5 Teamtore gegen Bulgarien. Das Hinspiel war ja schon 5-2 und ich glaube im Rückspiel, da wird es wieder mindestens zweimal für die Georgier was zu feiern geben. Die machen einfach Spaß. Sie haben genau das geliefert, wie ich es prognostiziert habe. Fackeln nicht lange, sind wirklich zügig nach vorne, haben interessante Spielsysteme mit diesem 3-5-1-1 und das ziehen sie gegen jeden Gegner durch. Auch gegen Bulgarien im Rückspiel, denke ich mal. Und die Bulgaren sind unter Zugzwang. Nur 1-1 in Gibraltar gespielt. Wirklich sehr, sehr peinlich. Schaut man sich so die Spielverhältnisse, die Statistiken an, dann sieht man Bulgarien zwar mit 60% Ballbesitz, aber ansonsten recht ausgeglichene Werte. Peinliche Nummer. Georgien ist wesentlich stärker. Ich denke mal 2-1, 3-1 wird das Georgien wieder machen. Die Quote ist eine 1,85. Nehmen wir mit in einer Systemwette in drei Reihen. Und die zweite Partie dazu ist am Montagabend um 20:45 in Island, da oben irgendwo. Und zwar dort zu Gast die Israelis. Wir sagen, beide werden ein Tor finden. Die Quote 1,80. Sitzen beide Partien, dann haben wir einen guten Doppler geschafft. Und ja, ist auf jeden Fall strategisch, finde ich, so ganz in Ordnung, weil Georgien, ja, so richtig traue ich dem Braten auch noch nicht. Irgendwann werden sie ja auch mal wieder ein schlechtes Spiel haben. Also so abgesichert, wenn eine Partie sitzt, haben wir ein gutes Cashback.
Und warum machen wir das überhaupt, dieses Both Teams to Score in Island? Und zwar liegt es daran, ja, das ist die Gruppe der Russen und eigentlich kann da keiner absteigen. Als drittes Team gibt es dann noch die Albanier und die Israelis haben überraschenderweise 2-1 in Albanien gewonnen. Die Isländer, ja, machen da auch eine ganz gute Figur, sind so auf einem Weg des Wiederaufbaus und ich denke, dass dürfte aufgrund der Gruppe, wo mittlerweile auch wirklich alle Spiele Both Teams to Score waren und alle sich um den ersten Aufstiegsplatz käbbeln, dürfte das eine Formsache sein. Ich tippe 1-1 Minimum und ansonsten ja, relativ offenes Spiel. Gut, das lassen wir so stehen und dann packen wir uns wieder die Ukraine und die ist am Dienstag dann am Start gegen Irland, das Rückspiel in Lodz in Polen. Ja, ist, habe ich mir eben angeschaut, eine gute Heimkulisse dort, gute Stimmung. Und ich glaube, jetzt heute haben sie sich da akklimatisiert, haben ja 3-0 gegen Armenien gewonnen. Das auch, ja, mal wieder mit Toren in der zweiten Halbzeit. Ja, recht überzeugend und ich denke, Irland haben wir schon erwähnt, wenig frische Spieler durch die langen Seasons, die sie gespielt haben und jetzt gleich dann, oder jetzt aktuell läuft das Spiel gegen Schottland, keine Ahnung, wie es da steht, aber da werden sie auch Kräfte lassen. Ich glaube, die Ukrainer nehmen da die Stimmung jetzt mit, können wieder munter durchrotieren, haben frischere Spieler und werden wieder über 1,5 Teamtore finden. Dafür gibt es eine 2.10. Nehmen wir so mit. Gut, das war's mit meinen Picks hier. Jetzt seid ihr gerne gefragt, hier ein Däumchen zu lassen, das Abo endlich zu betätigen oder auch in den Kommentaren eure Tipps niederzuschreiben. Können wir ja vielleicht ein bisschen rumdiskutieren, was es sonst noch gibt. Portugal hatte ich auch überlegt, aber die Schweiz ist ja auch unter Zugzwang. Die müssen ja auch mal wieder was reißen. Portugal auswärts, gelegentlich auch nicht so dufte. Ich lasse die zwei Zettel hier so stehen, wollen wir nicht zu viel riskieren. Vielleicht lege ich noch was nach, mal schauen, wie mir die Teams jetzt so aktuell gefallen und ob die Quoten sich vielleicht noch hier und da verändern. Aber aktuell stand jetzt diese zwei Zettel. Okay, haut rein, tschö.